So. Wir entwässern erstmal wieder eine Seite komplett. So, Pling. Wenn wir jetzt in diesem Ding hier sind, also da in dem Rund, dann müsste theoretisch zur Mitte hin eine große Schleuse uns den Weg versperren. Denn hier ist überall Wasser und hier nicht. Soweit unsere Problematik. Jetzt ist überall wieder Wasser. Eine Schleuse in der Mitte zuzumachen, bewirkt interessanterweise überhaupt nichts, was Landbefreiung angeht. Dass die beiden äußeren zusammen nichts bewirken, finde ich auch ehrlich gesagt nicht überraschend. Weil die einfach so weit auseinander liegen, dass das Wasser quasi zwischendrin lang fließt. Aber dass die beiden inneren nichts bewirken, das ist ärgerlich. Deswegen schaue ich mir dieses Setting jetzt auch mal genauer an. Ich traue zwar den Bodenanzeigen eigentlich so weit, dass... insoweit, dass... Ach, schau an. Sachen gibt's. Ernsthaft? Ist das jetzt ein zweites Bruchstück von der Medaille? Yep. Psst. Das ist abstrus. Also ich glaube nicht, dass es darum alleine gegangen ist, aber trotzdem irgendwie witzig. So. Warte mal, mit diesem Setting kommen wir überhaupt nicht bis nach hinten. Weil wir durch das Wasser nicht bis nach hinten kommen. Wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Der Wasserstand, so eine Stelle verbirgt uns hier, versperrt uns jetzt auf allen drei, eigentlich allen fünf Gängen, den Weg. Das heißt, wir kommen nicht da unten auf den großen Kreis. Ich würde den großen Kreis nämlich zumindest von außen gern mal sehen. Zumindest mal da hinten an diesen Wegen stehen. Ich glaube, ich stand da sogar schon mal, aber... Theoretisch gesehen haben wir übrigens jetzt eben wieder gespiegelt die ersten vier Schritte unserer Kombi gemacht. Der letzte wäre jetzt das Ding wieder zu deaktivieren, glaube ich. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Nichts Sinnvolles zu tun jedenfalls. Moment mal. Ich habe da total verwirrenden Gedanken. Wenn dieser Sicherheitsmechanismus, dass man nur x Schleusen betätigt haben darf, dazu dient, zu verhindern, dass nicht zu viele... Na, okay. Vergessen wir das einfach. Das war eh eine schon ziemlich abgefahrene Theorie. Ich versuche es gerade nochmal mit den zwei äußeren. Beziehungsweise habe ich schon mal geprüft, was passiert, wenn zwei gegen... Wenn ich sowas mache? Dass ich zwei gegen... Doch, genau. Also irgendwann hatte ich das schon mal gemacht, aber ich weiß gerade nicht mehr, was dann passiert. Was dann für ein Lichtergebnis kommt. Zwei innere müssen auf jeden Fall leuchten. Ja, das scheint es auch gewesen zu sein. Ja, genau. Die zwei üblichen, die von dem Äußeren kommen. Das heißt, wenn ich die beiden äußersten aktiviere, habe ich die ganzen vier nördlichen Kreise entwässert. Ob mir das was nützt, sei dahingestellt, aber ich habe es getan. So.
um in den südlichsten Kreis zu kommen, um die allersüdlichste Stelle zu kommen, muss ich aber den hier aktivieren. Also versuche ich das einfach mal. Ich gehe jetzt einfach mal so viel wie möglich Richtung Mitte und schaue, ob ich da irgendwas finde. Und seien es auch mal wieder solche kleinen leuchtenden Pieselstücke auf dem Boden, wie ich gerade eben das Mathebuchstück gefunden habe. Ich meine, ich glaube nicht, dass es die Dinge oft geben wird, weil das würde irgendwie die Überraschung rausnehmen. Aber das war schon eine ziemlich fiese Überraschung, sind wir mal ehrlich. Ich versuche es mal erstmal mit dem... diesem Gang? Glaube ich. Ja, genau diesen Gang. Perfekt. Hier eins. Hopp. Hallo! Was bist du für ein Gespenst? Du bist Mana-Zerstörer. Pfui! Anfällig gegen... Holy... Blödnase. Todesurteil schockt mich ehrlich gesagt nicht. Da komme ich problemlos gegen an. Das wiederbelebe ich halt. Nichts, was mir Angst macht. Jetzt den zweiten. Dann können wir nämlich jetzt hier um unseren, den Bereich unseres Interesses rum und hallo. Okay, das ist gerade ein wenig voll. Wir schauen wir auch einfach mal zu. Unsere Medica-Gambits machen schon ihren Job. Das wird schon alles werden. Kein Stress. Na, ihr merkt, ne, geht sich alles aus. Bisschen heilen hier, bisschen angreifen und heilen da. Buff da. Alles ganz entspannt. Na klar, dass der noch nicht so durch mich. Weit von dem Tod entfernt. Tada! So! Das ist nicht. Hier geht es. Okay. Hier ginge es rüber, wenn das Wasser weg wäre. Aber ich bleibe dabei. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Campingtüren aufkriegen würde. Da drüben die Tür ist offen. Interessant. Und da ist irgendwas unter Wasser. Ich sehe das da noch blubbern. Nützt mir allerdings nichts, denn... wir kriegen nicht beide Seiten verriegelt. Beziehungsweise selbst wenn wir beide Seiten verriegeln, wir kriegen nicht alle drei Seiten verriegelt, sag ich's mal so. Naja, lass mal bleiben. Lass das mal bleiben, Leute. Hier kommt ja auch noch Wasser rein. Und das würde die Tür auch nicht verhindern, weil die Tür sieht aus wie ein Gitter. Das heißt, wir müssten quasi... das ist das Hauptproblem. Glaube ich. Wir müssten wirklich alle Seiten zumachen. Damit, dieser Bereich unbewässert ist. Aber man sieht hier jetzt sehr deutlich, dass da irgendwas ist. Und das etwas da freizulegen, das ist, glaube ich, das Ziel dieser ganzen Rätselei. Nur habe ich keine Ahnung, wie wir da rangehen sollen. Blöd, blöd, blöd. Danke, dass du hochkommst, mein Lieber. Ihr Lieben, Entschuldigung. Todesurteil. Shit. Ein Mordbuch. Klingt ja cool. Gibt vielleicht gut Geld. So, also. Was ist das da? Oh, Alter, lass den Scheiß doch mal bleiben. Kann man sich hier nicht mal zwei Schritte bewegen, ohne von euch belästigt zu werden?
Haha! Es gibt also doch Tricks hier zwischendrin. Toll, und wir sehen nicht, was es bringt. So ein Mist. Gut, wir untersuchen einfach jetzt den gesamten trockengelegten Bereich. Auf diese komischen Schalter, die ist... Ja, sie sind ja an sich relativ gut zu sehen. Ich meine, optische Suche ist schlimmer als, was ich sagen wollte, war, immerhin haben wir hier an den richtigen Stellen einen guten Überblick. So, wir haben da hinten jetzt irgendwas auf oder zu. Wir können eigentlich mal einfach mal schauen, was sich da geändert hat. Wir haben jetzt zwei Seiten zum Kontrastvergleich. Wir können einfach gucken, was ist links anders als rechts. Und das hat sich geändert. Pretty simple. So. Also wenn das ist, was ich ge... Ach, ihr seid los. Ram dürfte sich gleich... Okay, wir lassen es nicht. Ach, okay, wir lassen es nicht, Alter. Diese Viecher gehen mir ein wenig auf die Nerven, muss ich gestehen, weil einfach mit diesem... Die haben ein unglaublich fieses Moveset. Todesurteil, MP-Vernichtung, bla bla. Ja, genau. Danke. Keiner hat gerade Zeit anzugreifen. Tschüss. Da sind die MP wieder weg. Gut. Ja, in der Tat wurde diese Kugel dadurch freigelegt, dass wir entwässert haben. Das heißt, wir schauen jetzt auch die anderen entwässerten Bereiche mal an. Das müsste hier sein, genau. Ob sich da auch irgendwelche Halbterrassen verbergen? Verbergen im übertragenen Sinne. Wo wir dann solche Schalter finden. Sieht aber nicht so aus. Und da drüben im Kreis hatten wir, glaube ich, schon geschaut. Da war auf jeden Fall letztes Mal noch nicht so ein Kroko. Also runter. So, Koko haben wir noch nicht bekämpft und das heißt, da ist entweder waren wir dort noch nicht und dort könnte ein Schalter sein oder ein Rare, den wir noch nicht gefunden haben. Ein Gegner, den wir noch nicht gefunden haben. Den wollen wir natürlich auch töten. Also müssen wir was ich mal gucken könnte, es hieß Sektion 1. Gut, es könnte sein, dass, gut. Könnte sein, dass es natürlich nur diesen einen Schalter gibt und uns das Rätsel auf irgendeine seltsame Weise... Oh, oh. Okay, könnte schlimmer sein. Und uns auf irgendeine Weise dieses seltsame Rätsel den Weg dorthin hätte zeigen sollen. Aritogator. Gratulation. Oh, hey. Okay, da rennt jetzt gerade ein Eiselementar auf uns zu. Ein langen, langen Weg. Wir machen das Ganze in der Zeit hier mal total entspannt, holen uns nichtige Geldsummen. Mehr Pötte. Nicht ganz so nichtige Geldsummen. Und eine Porsche. Schau uns mal dieses Gitter an. Okay, absolut uninteressant. Jetzt gehen wir zurück zur Mitte, um zu schauen, ob sich da am Licht vielleicht was geändert hat. Das kann ja auch sein. Ja, das Ding silenzt uns jetzt hier die ganze Klippe runter. Ganz toller Move. Kann mich... Kann ich mal kreuzweise hier ab dafür. Ich will doch nur dieses blöde Gebiet verlassen.
unglaublich, diese Elementare, ey. Die Personifikation von Nervigkeit. Schwer anzugreifen meistens, und dann auch noch solche bescheidenen. Gut, an der Regel hat sich nichts geändert. Auch noch solche bescheidenen, Movesets. So. Ja, man schleusert an den Schleusen da hinten irgendwas geändert. Also an der Art, wie das Wasser in die Mitte. Das könnte sich darauf ausgewirkt haben, was wir hier für Lichter sehen. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Deswegen probiere ich jetzt als allererstes mal einfach das Naheliegendste aus. Nämlich, ob diese Kombination inzwischen hilft. Wirkt. Tut sie nicht. Hätte mich auch gewundert. Nachdem wir jetzt aber also eben diese für uns linke Seite relativ gründlich durchsucht haben, behaupte ich einfach mal, nach solchen Schaltern, durchsuchen wir jetzt nochmal die rechte Seite, die wir eigentlich schon kennen. Nach solchen Schaltern, die wir da das letzte Mal übersehen haben und für Lampen hielten. Ist ja das nun wirklich noch naheliegender. Und hoffen, dass wir dort vielleicht einen zweiten Schalter für Sektion 1 finden, der dann diese Sektion 1 so weit abriegelt, dass wir ab dann klingelingeling dort effektiv entwässern können. Endlich. Jetzt kommt die Frage, wo war eben der Schalter gewesen? Verdammt, ich hab's vergessen. In welchem von den drei Rondells ist es genau gelegen? Andererseits muss es ja auch nicht symmetrisch sein. Deswegen ist es vielleicht eine gar nicht so wichtige Frage. Wir bleiben bei der wichtigsten Frage. Wie kommen wir jetzt nochmal am schnellsten von Kreis zu Kreis? Ich nenne die Dinger Kreise, weil sie halt auf dem Boden da immer als Kreise markiert sind. Obwohl sie natürlich, obwohl ihre kreisrunde Form natürlich mehr so auf dem Papier existiert. Okay, wenn die da unten mich jetzt nerven, da ist noch eine. Ich wusste es. Und der kommt hier gleich hoch. Ach, direkt vor unserer Nase sogar. Also bitte erstmal das Gespenst töten. Ja. Wenn ich es mir so überlege, können wir das Gespenst eigentlich auch ganz gut mit Wiegler töten. Das sollte dann einen tollen Effekt haben. Bumm, 3000 Schaden. Wunderbar. Und jetzt haben wir das alles gleich viel angenehmer. Nur noch die blöden Echsen. Nichts Dramatisches mehr. Quasi nur noch gratis MP für uns. Und Level und EP, LP, MP. So. Und da ist unser zweiter Schalter, den wir gesucht haben. Das ist Sektion 1 Süd. Der andere war Sektion 1 Nord. Da hätte ich drauf achten können. So, schauen wir doch mal, was passiert. Wo auch immer die Kamera dahin zeigt. Wir schauen uns Sektion 1 jetzt einfach nochmal an. Ich meine, es könnte natürlich auch noch Sektion 1 West und Ost geben. Technisch gesehen möglich. Die Türen hier, diese Unterwassertüren sind wie immer. Oh mein Gott. Okay. Der will jetzt sofort MP zerstören und das diesmal nicht auf Boss. Das bedeutet, wir gehen jetzt mal voll Risiko. Und versuchen ihn schlichtweg weg zu Phoenix. Erstens hat es nicht gewirkt, zweitens war es nicht gewirkt. Toll. Das ist wohl jetzt mal... Na, Balthy hat auch kaum MP zum Absaugen. Das heißt, jetzt müssen wir wirklich ganz klassisch einfach nur uns durchboxen. Das Todesurteil ist dann noch meine nächste Sorge. Oh, wir haben zwar von den Füllungen von den Morbels gestoppt. Das ist dafür eine gute Nacht. So... So. Gut.
Was hat sich hier jetzt geändert? Zuerst fällt mir auf, dass was ich hier vorhin gedacht hatte, nämlich dass die eine Tür offen und die andere zu wäre, eine Täuschung ist. Das sieht so aus. Nämlich in dem Sinne, dass die Türen... Ich meine, da drüben war vorhin die Tür, von der ich dachte, sie wäre zu. Jetzt ist die hier. Es scheint sich da einfach um einen Ladefehler zu handeln. Aber diese dort ist zu. Die da drüben kann ich nicht sehen. Ich kann nur raten. Ich sehe einfach zu wenig. Beziehungsweise, ich kann nochmal auf den inneren Gang gehen. In der Hoffnung, dabei nicht von einem Gespenst angefallen zu werden. Nein, ausnahmsweise mal nicht. So. So. Das hier ist interessant. Wir haben dort geschlossen und dort geschlossen. Das heißt, wir sind jetzt von der westlichen Seite abgeschirmt. Wenn wir jetzt die östliche komplett trockenlegen, könnte es sein, dass wir den mittleren Teil mit trockenlegen. Ja, das hier stirbt gleich. Ja. Und steht sofort wieder. So. Wo laufe ich da eigentlich gerade hin? Total falsch. Wir können hier nämlich einfach in die Mitte zurück. Dann kann ich da nochmal kurz mir ansehen, aus Interesse, quasi im anderen Diagonal, wie die aktivierte Leuchtekugel jetzt unter Wasser aussieht. Der aktivierte Pegelregler. Ach, nein, kann ich nicht, verdammt. Gut, lassen wir das. Sondern wechseln jetzt erneut quasi die Seite, die trockengelegt ist, in der Hoffnung dann die Mitte mit zu erwischen. Ich habe zwar keine Ahnung, was dieses ganze Getue hier jetzt mit dem ursprünglichen Cone-Spruch zu tun hat. Ost, Südost, Ost, Südwest, Südost. Aber, ja. Wer weiß, wer weiß. So. Im westlichen Bereich, habe ich gesagt, sind wir abgeschirmt. Ja genau, der westliche ist der, der jetzt gerade die ganze Zeit trocken war. Also zumindest soweit, die ich sehen konnte, hatten die Schotten ihn da abgeschirmt. Die Schleusen, nicht Schotten. Dass ich jetzt die Schleuse zuerst zumache, ist zugegebenermaßen Zufall, aber es macht natürlich die Spannung noch größer. Wenn das diese Schleuse hier einen Effekt zeigt, erwarten wir ja gar nicht. Die hatte ja noch nie einen Effekt. Aber jetzt könnte halt sonst was passieren. Muss man nicht das tun. Drei Dinger gehen an. Shit, das ist nicht genug. Gut. Wenn das nicht die Lösung ist, dann probieren wir nochmal beide mittigen aus. Und dann beide äußeren. Wir probieren jetzt einfach nochmal durch. Letztendlich haben wir bisher mindestens eine Sache festgestellt. Die Schleusen hier sind symmetrisch. Also nein, das Schleusenverhalten ist symmetrisch. Das bedeutet, eine Schleuse zu aktivieren, eine andere zu aktivieren und dann die erste zu deaktivieren, wird immer das gleiche Ergebnis haben, zumindest weil wir es bisher hatten, wie einfach die eine Schleuse zu deaktivieren und die andere auszulassen. Zweite zu aktivieren und die erste auszulassen. Aha! Schau, guck. Jetzt haben wir, was wir wollten. Jetzt müssen wir da nur noch hinkommen. Wir speichern das. Das alles speichern wir erstmal. Dann schauen wir, wie wir in die Mitte kommen. Ich bin sicher, da gibt es irgendwie einen Weg. Mache ich mir gar keine großen Sorgen. Das wird schon. Theoretisch müssten wir einfach den mittleren Gang runterlaufen können. Denn der sollte ja jetzt komplett entwässert sein. Ja, sieht so aus. Also, auf. Und dabei auf dem Weg nach Schaltern Ausschau halten.
Man weiß ja nie, was kommt. Oder nach anderen interessanten Sachen. Hier diesen Gang unten in der Mitte jedenfalls im Auge behalten. Wir sind auf der falschen Seite. Ich sehe Mystschleier. Das heißt, wir werden hier in der Tat eine Esper begegnen. Denke ich zumindest mal. Theoretisch könnte Myst auch irgendein anderes starkes Monster heißen. Aber bisher war Myst immer ein Anzeichen für einen Esper-Kampf. Zumindest wenn sie in solchen sichtbar starken Schleiern begegnet, aufgetaucht ist. Ja, ja. Das ist, wenn ich mich nicht irre, eine Esper-Kuckschulein oder so. Wie war das? Wir kriegen permanent Schaden. Ja, Kuckschulein. Wir versuchen mal einen kleinen, aber eventuell gefährlichen Trick. Da wir die ganze Zeit Schaden bekommen. Zeitmagie. Wo ist dieser blöde Zauber? Okay. Wo ist Reverse hin? Ah, da. Da wir die ganze Zeit Schaden kriegen. Wir haben Regenerator. Na toll, jetzt hat sie auch Regenerator. Da wir die ganze Zeit Schaden nehmen und davon nicht gerade wenig. Was bist du denn? Okay. Okay. Dass sie gehauen wird, heilt sie jetzt übrigens. Das ist der Effekt von Reverse. Ich wünsche mir gerade, ich hätte... Warte, welches Gegner haben die Probars? 44. Das ist nicht gerade wenig, aber auch nicht gerade viel. Wir können Dings nicht heilen. Wir können die Dinger nicht mit Multi-Angriffen, mit Mehrfach-Angriffen ausschalten. Mit Flächenheilung ausschalten, da wir dabei Kukulein mitheilen. Der Typ in seinem Bio ist gerade ziemlich uncool drauf. Das macht nämlich Schaden wie Sau. Außerdem macht mir der Dings doch irgendwie Sorgen. Versuchen es einfach mal mit Wiegler, ob das Ganze den schadet. Ja, tut es. Gut. Dann würde ich mal sagen, scheiß drauf, dass wir Kugelein mitteilen. Wir zerstören jetzt diese blöden Schleime. Nur so ein bisschen. Ja, ich wirklich, Zerstörung sieht anders aus. Yo, alter Falter. Nope, den Kampf packen wir nicht. Kampf packen wir definitiv nicht, wir können nicht weglaufen. Okay, wir lassen uns einfach schnell mal weg. Der Kampf ist noch ein bisschen über unserer Stufe. Könnt ihr das mal lassen, Leute? Okay, fuck. No risk, no fun. Okay. So wie ich das sehe, werden wir hier definitiv nicht wirklich rauskommen. Na, wir können es mal versuchen. Phönixfedern sind schneller als Engel, deswegen verwende ich die gerade. Ja, aber die Angriffe in Kombination sind einfach stark genug, um den Charakter, den wir gerade eben, der gerade belebt hat, in einem Rutsch wegzutöten. Mein eigentliches Ziel war... alle drei Charaktere stehen zu kriegen. Und dann, eine Mystech rauszuhauen. Einfach mal schauen, was bei rumkommt. Aber das wird so nichts, glaube ich. Ich werde es noch ein bisschen weiter versuchen, weil Sterben setzt meine Item-Vorräte zurück. Dann kann nichts Schlimmeres passieren, weil... Und in der Tat haben wir alle drei Leute stehen. Jetzt müsste nur noch der...